Wahrscheinlich kein fucking. Wir kriegen nicht das, was wir brauchen, ne? Oh Gott. Das ist ein Raum, ne? Da kannst du halt auch Guppy haben. Das bringt dir einen Scheißdreck, ne? Das bringt dir halt gar nichts, so. Oder du kannst halt auch so einfach reinzacken. Das bringt dir halt auch nichts. Okay, gehen wir mal kurz hier rein. Finde ich gut. Finde ich gut! Super. Machen wir den Boss. Super. Noch ein Orbital Block. Jetzt haben wir folgendes Szenario. Wir können noch nicht zur Mutter gehen, weil wir dann instant den nicht mehr rauskommen. Wir gehen mal... Nee, da will ich nicht rein. Wir gehen nochmal zum... Doch, da will ich rein. Bin ich doof. Wir gehen zum Shop nochmal, würfeln nochmal das Teil um. Hier unser Guppies Paw würfeln wir um. Nicht so geil. Ich habe immer noch Perfro. Ich würde gerne eigentlich folgendes machen. Ich hole mir jetzt nochmal eine Energiezelle. Da hinten war auch noch eine, ne? Ja, genau. Wir holen uns jetzt die Energiezelle hier. Dann würfeln wir beim Shop um. Alrighty. Das war sehr schön. Dann holen wir uns die Energiezelle da oben. Wir haben Perfro und den Würfel. Das heißt, wir können zweimal wegwürfeln. Wir können quasi nochmal... wir hätten noch mehrmals wegwürfeln können. Okay, gut, wir müssen da oben nicht mehr hin. Das nehmen wir mit. Können wir nochmal ein rotes Herz austauschen eventuell. Habe ich irgendwas vergessen? Eigentlich nicht. Dann können wir jetzt direkt zum Boss gehen. Würfeln eventuell den Teufelsziel zweimal weg. Es sei denn, wir kriegen Krampus. Das wäre natürlich super AIDS. Wir brauchen halt jetzt irgendwie... ja... Ich überlege gerade. Ist eigentlich egal, was wir nehmen. Wir brauchen Leben, damit wir irgendwie. Ja. Wir brauchen Leben, damit wir irgendwie das wegwerfen können. Ja, das war so klar. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht, ey. Kohle ist eigentlich zu gut zum Wegwürfeln. Ja, die Kohle ist eigentlich echt zu gut. Hier nochmal gucken, hier nochmal gucken. Boah, Alter, diese Schüsse. Guckt euch das an. Ewas. Passage. Geil, das funktioniert. Gut, gehen wir in die nächste Ebene. Ja, wir können es immer noch schaffen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht genau wie. Wir brauchen eine Karte oder. Dead's Key. Ne? Dead's Key ist immer noch. Ich will immer noch Hasch machen eigentlich. Deswegen lasst uns versuchen, so schnell wie möglich hier durchzurennen. Gar nicht lang rumschnacken. Kopf in den Nacken. Oder so. Und sofort Hasch. Sofort Hasch machen. Ne, weil Hasch wäre eine Möglichkeit, noch ein Key zu bekommen. Oder ein Item, irgendein cooles. Weil da ist auch nochmal ein Shop, den können wir auch nochmal wegwürfeln. Die würde ich eigentlich gerne füttern, aber... Ich weiß nicht, wie lange das dauern würde. Ich glaube, ich bin hier richtig. Oh Gott, bin ich da echt gerade reingelaufen? Oh mein Gott, bin ich total... Wo ist der Boss? Ich hoffe, der ist hier. Muss mal kurz den Schlüssel holen. Wenn der Boss nicht hier ist, dann habe ich ein Problem. Dann bin ich hier quasi die ganze Zeit umsonst rumgelatscht. Okay, nice. Jetzt aber nicht schon wieder eine XL-Ebene, oder? Ne. Gut, wir gehen mal kurz hier rein. Mama Gertie. Zeit, gerippt zu werden. Kannst du sowieso nichts. Okay. Fuck. Fuck, ey. Scheiße. Alter, das ist Müll. Das brauchen wir nicht. Scrappy, Alter. Das mitzunehmen. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich hole mir noch mal kurz so eine Energiezelle und gehe da noch mal rein. Ich weiß nicht, so Not machen wir halt keinen... Ich will eigentlich Hasch machen. Hasch ist voll geil. 3 Minuten. 3 Minuten peile ich an.
Für Hasch. Kriegen wir das hin? Ich überlege gerade. Oh, das wird knapp, ey. Das wird richtig knapp. So, dann brauchen wir am besten noch eine Aufladung für Hasch. Für die Hasch-Ebene. Und am besten wäre sogar noch die Perfrock-Karte gewesen, weil dann hätten wir nochmal was wegwerfen können. Egal, wir gucken mal. Ach, nur Scheiße! Ah, Kacke. Ja, RIP, Leute, RIP. Was soll ich dazu sagen, ne? Das ist einfach nur RIP. Wir müssen jetzt eigentlich Opfer. Wir brauchen eigentlich einen Opferraum oder irgendwas. Ich meine, der Rat Run ist trotzdem echt cool, ne? Ich meine, man kann es nicht vorher bestimmen, ob man halt einen Holy Deal bekommt. Man kann halt, wir hätten halt, glaube ich, den ersten Dings weglassen sollen. Den ersten, okay, nice. Wir hätten, glaube ich, den ersten Teufelsziel auslassen sollen. Das wäre sinnvoll gewesen. Na komm, mach Kopf hoch. Hab keine Zeit, du Lauch. Dann haben wir natürlich hier... Warum hat es gerade kurz geleckt? Dann haben wir natürlich auch noch eine Ebene, wo man nicht sieht, wo man hin muss, ne? Ja, ich setze jetzt einfach alles darauf, dass ich die Karte bekomme. Oder den Dead's Key. Super. Wenn wir Hasch nicht machen können, dann haben wir sowieso ein Problem. War ich hier schon überall? Oh Gott, ich war hier schon überall. Fuck, Mann. Fuck my life. Wo ist der Boss? Oh, komm schon. Gib mir den Boss irgendwo. Hier unten? Ja, also. Oh, komm schon. Ich werde halt auch nur getroffen, ne? Das ist schon wieder AIDS. Hä? Warum kommt denn da auf einmal so ein Vieh? What the fuck? Alles klar. Alles klar, Mates. Alles klar. Da will mich jemand ganz dezent mobben. Aber ist okay. Ja, ist ja nicht so, als bin ich nachtragend oder so. So, die Sin Robes, die sind gut. Ey, diese Bombengedöns, ne? Da geht mir auf die Eier, ne? Holy shit. Cancerhafte Items. Ja, der Pakt ist geil, aber. Keine Ahnung. Die Sin Robes sind okay. Warum? Habe ich hier und hier das gleiche Item. Das ist doch verarsche. Was habe ich denn hier? Hier habe ich die Blue Map. Komm auf geschissen, ey. Ja, oh, gib mir nochmal. Gib mir jetzt ein übelst geiles Item. Übelst den geilen Scheiß. So, okay, wir gucken nochmal hier rein. Boah, Alter, unsere Bomben sind halt schon... Also unsere Bomben sind eigentlich die übelsten Ficker. Ne? Guckt euch das an. Das ist einfach die übelste Vernichtung. Wir holen uns das hier noch, weil wir kriegen sowieso nichts mehr. Davon brauchen wir eh nichts mitnehmen. Wir können halt einmal aufheben. Warum ist das am Anfang, war das doch immer so, dass da irgendwas drin war? So ein Fail, Alter. Fucking Fail.
Alter, ich sehe gar nichts mehr. Man nennt mich den Bombenmaster. Man nennt mich quasi Bomberman. Oh mein Gott, der Scheiße. Ey. Oh mein Gott. Ich habe mich gerade mit meiner eigenen Bombe weggesprengt. Schaffe ich den überhaupt? Oh Alter, von überall. Komm, Viecher. Jetzt geht das wieder los. Special Trick 17. Einfach ganz nach hinten stellen. Fucking Hasch. Ich meine, Hasch schaffen wir. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch einen Schlüssel bekommen? Also, Dad's Key. Ich meine, ne? Mal ehrlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Relativ gering, oder? Gehe ich mal von aus. Also, ich gehe jetzt mal von einer relativ geringen Chance aus. Ist ja, was ist... War das nicht mal so, dass man Items, die man schon 12.000 Mal aufgehoben hat, die nicht vielleicht nochmal bekommt oder so? War das nicht mal so? Normalerweise war es immer so, du hebst ein Item auf und dann verschwindet es aus dem Itempool. Jetzt ist es so, du hebst ein Item auf und es bleibt im Itempool. Das ist irgendwie nicht so geil. Also das ist auch, der Kampfraum ist auch echt... Also da finde ich Kampfräume mit normalen Gegnern schlimmer. Als das hier. Ja, grauenvoll. So, wir gehen mal kurz zu Bob's Rotten Head wegwürfeln. Die Frage ist halt, ist überhaupt in jedem Itempool... Also es ist ja auch nicht in jedem Itempool ein Dings drin, ne? Eine Batterie. Eine Batterie, was laber ich da? Ein Dead Key, meine ich. Das ist das Ding. Ne? Das heißt, wir können hier ewig suchen und finden halt nichts. So, das kann halt auch sein. Ne? Und dadurch, dass wir nicht genug Leben haben und relativ schnell machen mussten, können wir auch nicht auf die Opferräume gehen. Wooden Nickel. Gut, können wir das Item wenigstens auch noch wegwürfeln. Super. Der erinnert mich immer so ein bisschen an Halo-Musik. Ja. Ich meine, gut, nicht ganz so geil, aber ja. Die Halo-Musik ist schon echt Zucker. Da kommt nichts ran. Ich bin sogar fast tot, glaube ich, oder? Also noch nicht fast, aber... Ich meine, die normalen Räume sollten eigentlich kein Problem sein. Oh. Da tötet mich ja nichts. Ich hoffe halt auch die ganze Zeit noch, dass da hier irgendwie sowas drin kommt, ne? Sowas wie diese Karte da, Get Out of Jail for Free. Oh. Da hoffe ich halt die ganze Zeit drauf. Aber es passiert nicht. Wir haben einfach kein Glück. Diese Karte ist zu selten. So, warte mal. Wir gehen jetzt nochmal hier lang. Wir müssen sowieso hier lang. Sündenraum lassen wir mal noch. Oh Gott, ey. Wir haben aber auch Glück. Glück des Todes.
Also ich will hier auf jeden Fall alles ausnutzen. Jeden Scheiß. Jeden Scheiß Raum, jedes Fitzelchen will ich untersuchen. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas. Ich glaub's zwar nicht, aber... Oh. Man weiß ja nie. Man weiß es ja nicht, ne? Okay, gehen wir mal... Gehen wir mal hier unten lang. Wir haben noch drei Räume, dann können wir wieder unser Item benutzen. Hier haben wir noch Moms Pet. Geiler Trollraum, echt. Ich meine, theoretisch gesehen können wir auch jetzt schon runtergehen, ne? Oh Gott. Oder? Theoretisch gesehen können wir das da jetzt schon machen. Weil wir brauchen ja Isaac nicht. Mystery. Runeback. Ha. Gibt es beim Runeback genau so ein Ding? Ich weiß das gar nicht. Oh Gott. Ich glaube, wir gehen. Ich glaube, wir gehen einfach runter. Scheiß drauf. Wir müssen Isaac eh nicht machen. Ist doch. Können wir echt drauf scheißen. Dann gehen wir einfach runter in die nächste Ebene. Geht das überhaupt? Was passiert da? Ich hoffe, das ist jetzt nicht Sheol auf einmal oder so. Oh, es ist Kiste, okay. Nice. Ja, bis jetzt noch nicht so geil. Haut mich jetzt noch nicht aus den Latschen. Nagel. Ja. Shotspeed und Tiersab. Oh, geht mal weg aus meinem Gesicht, ihr Lappen. Die glitschen immer so ekelhaft in dein Gesicht rein. So, zurück. Kacke. Eigentlich will ich die alle vier da liegen lassen, weil die sind alle scheiße. Da ist eine Rune. So, was haben wir denn hier? Aegas. Hier haben wir einen Secret-Raum. Vielleicht haben wir hier irgendwas Geiles. Drei Münzen. Awesome, Kappa. Okay. So kann man natürlich auch den Raum clearen. Alter. Diese... Alter Schwede. Das ist halt echt... Retarded. Oh, das ist noch eine Rune. Perfro, nice. Können wir gleich zweimal chain. Chain. Gut, gehen wir zurück. Ich hoffe, dass wir irgendwas kriegen. Wenn nicht, ja, dann ist das halt Pech. Aber dann haben wir alles versucht. Ich überlege, kann man davon irgendwas mitnehmen? Das kann man einmal aufheben. Die anderen Sachen nicht. Den kann man nicht liegen lassen. Den kann man nicht liegen lassen. Ah, Polyphemus muss man mitnehmen. Alter, das tut mir im Herz weh, wenn ich das Ding wegwürfe. Vor allem, weil wir Guppy sind. Ja, das, jeder würde mich für geistig eingeschränkt halten, wenn ich das Ding wegwürfe. Ich weiß nicht, die Karte Hermit, die bringt uns hier halt gar nichts, oder? Die bringt uns ja eigentlich immer in den Shop, aber hier... Alter. Die... Fucking Book of Revelations. Hm. Okay. Good to know. Alter, das ist so sick. Das ist echt krass. Ich überlege gerade, ob es noch eine Rune gibt, die uns irgendwas helfen kann. Gibt es nicht so eine Open All Doors Rune? Purity. Es gibt halt nur diese Karte, die alles aufmacht, ne? Das ist irgendwie kacke. Tierdetonator. Okay, da ist noch ein Raum. Wir gehen nochmal zurück und rerollen nochmal den ganzen Shit. Na, nochmal alles auf Anfang. Bis jetzt noch nichts Geiles irgendwie.
Wo bringt uns der Scheiß hin? Ah, die sind alle One-Shot, die Viecher. The fuck? Hundemehl, ja, toll. Gib mir doch jetzt die Karte! Ah, Sphinx. Dagas, warum kriegen wir immer Dagas? Hä? Wir haben jetzt schon dreimal hintereinander Dagas-Rune gekriegt. Oder Dagas. Aber er sagt immer Dagas. Hm. Ja. Okay, wir haben jetzt so ziemlich alle Guppy-Items. Oh, lol. Ach, Mann, ich hoffe die ganze Zeit, dass da irgendwas Cooles drin ist. Aber nein, es ist nur Müll drin. Mann, ich will irgendwas Cooles. Ja, Pfeifen. Ich will was Tolles haben. Und nicht so ein Scheiß. Jetzt können wir nur noch ein paar Räume machen. Und dann haben wir es schon. Dann haben wir schon alles fertig. Ja, dann müssen wir den Boss machen. Und dann können wir nicht mal Mega-Satan klatschen. Vision, Ansus. Wie viel haben wir denn da noch? 3, 5. Das reicht nicht. Wenn hier wenigstens ein Opferraum wäre, ne? Oh. Dann könnte ich den wenigstens machen, den Scheißer. Dann könnte ich ihn wenigstens versuchen zu machen. Ne, aber so geht's ja gar nicht. So kann ich gar nichts machen. Außer reinscheißen. Inzess. Ah, da ist noch eine Aufladung. Sehr geil. Ja, wir haben echt keinen Sündenraum. Keinen Opferraum. Also hätte ich das Item nicht mal eher bekommen können? Okay Leute, wir machen jetzt folgendes. Wir machen erst den Boss. Wir kommen danach noch zurück, oder? Ja. So, wir machen jetzt folgendes. Wir haben eine Karte Purfrow, eine Rune Purfrow und... Wir können dreimal noch wegwürfeln. Dreimal. Dreimal drei Items wegwürfeln. Also 9 Items quasi. Boah. Fuck, Mann. Wir haben nur noch einmal würfeln. Scheiße. Komm schon, Mann. Ich muss doch irgendwie Glück haben. Ich muss doch irgendwie Glück haben. Das kann doch nicht sein. Seid ihr bereit, Leute? Der magische Moment. Ah, das ist so ärgerlich, Leute. Das ist so ärgerlich. Ja, dann ja, würde ich fast schon sagen, was da für heute. Ich latsche jetzt noch eben kurz hier rein. Und damit der Run halt als Winstreak zählt. Ja, ich habe alles versucht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss echt auf Holy-Räume gehen. Ich lasse einfach beim nächsten Mal die Teufelsteals komplett liegen. Gehe wirklich nur noch auf Holy-Räume. Versuche dann dadurch irgendwas zu reißen. Mit Chaos könnte das, glaube ich, klappen. Ich glaube, das hätte ich auch machen müssen. Ja, ich würde sagen, was für heute. Hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. War mal wieder ein entspannter Run. Ging sehr lange. Ich cut euch das in 2 Parts und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.